hättest den Spot hier einfach leer gemacht, ist einfach nichts mehr. Blutrausch. Wir hatten den gebastelt. Und trotzdem haben alle Schiss davor. Was ist das hier? Ein Bunker oder was? Wie so eine Verrückte hat sich hier so ein Haus gebaut. Neonazi-Rituale. Ja, war wahrscheinlich. Geh nicht drauf. Ist jemand da? Ja, aufmachen, wenn da jetzt eine Leiche drin ist. Ah, hier sind überall Spinnen jetzt halt. Hier. Achtung! Da kam wirklich gerade ein Geräusch raus, kein Spaß. So viel Bad Spirit, Alter. Der ist richtig doll giftig. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich sterbe oder nicht. Ich auch! Ich mach zu! Nee. So, Leute. Ich bin heute zusammen mit einem, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Er hat mehrere Skills. Also erstmal, also Moritz, dein Vorname. Ja, das ist mein Skill. Das ist dein Skill? Kann er. Er ist Schmied. Also er ist ein Schmied. Aber eigentlich muss ich ja sagen, da fehlt noch ein E in dem Namen. Ja, ich es will, ist schon Schmidt, wenn ich er will, ernst ist. Ich will kein Fass aufmachen, weil dann kommt meine Mutti wieder durch. Aber das ist die süddeutsche Vokalverlängerung, ist kein Scheiß. Ja? Ja, ist so, weil meine Mutti kommt aus dem Schwäbischen. Nee, aber deswegen heißt er Schmied. Aber niemand braucht meinen Nachnamen wissen. Deswegen. Ich finde, Schmidt ist ein geiler Name. Finde ich auch. Schmidt, ja. Früher gab es so viel Schmidt, es gibt gar keine Schmidts mehr. Nee. Nächster Skill, Angler natürlich auch. Auch gerne auch mal Kochangler. Ja. Es gibt noch eine Vorstufe vor dem richtig krassen. Nee, es gehört mit zusammen. Also, er ist ein Pilzgenie, Leute. Ich würde fast sagen, er hat die Pilze erfunden. Also ohne ihn würden die Pilze gar nicht wachsen im Wald. Oh, richtig? Ja. Ist so, ja. Da hat man einen ganz krassen Pilznamen, den noch nie einer gehört hat. Violetter Lacktrichterling, oder? Violetter Lacktrichterling. Ich denke, komm, lass mal ihn hier reintrichtern. Finden wir morgen, Alter. Ohne Witz. Ja? Ja, holen wir uns. Ist das der so eine Welle bläst? Also Sporen macht? Ja. Auslandseitling holen wir uns morgen auch. Auslandseitling, violetten Lacktrichterling, vielleicht noch eine Espenrotkappe. Okay, ihr merkt schon, also mit in Pilzen macht ihm keiner was vor. Außer vielleicht irgendwie wirklich eine Prostituierte beim Spaß. Hat er gesagt. Aber Leute, was ihr noch wissen müsst, er hat wirklich das, weiß nicht, ob ihr die Sendung überhaupt noch kennt, auf Vox, das Promi-Dinner gewonnen. Ja, Mann. 100 Jahre, das ist ja 12 Jahre, um genau zu sein. Mit was für ein Gericht? Ja, genau. Mit dem Gericht. Mit alles. Hast einmal du alles. Ein Pilzgericht gemacht? Nee, habe ich damals gar nicht. Ey, damit, nee, Koberind. Hallo, wir versuchen jetzt zu arbeiten. Wir arbeiten. Entschuldigung. Entschuldigung, wir arbeiten. Ja, ich auch. Naja. Oh. Okay. Wir sind auch gleich weg. Macht kurz Pause, danke. Nein, also ich habe damals noch keine Pilze gekocht, aber schon gesammelt. Untenrum vorne halt. Da war ich noch wilder unterwegs, ey. Ja, ist so. Also, aber Challenge. Ich finde das krass, weil meine Mutter hat es immer geguckt, ich muss es immer mitgucken. Ja. Und deswegen kenne ich das Konzept von dieser Sendung und bin beeindruckt, dass als ich das neulich gehört habe in dem Video von Alex, von Karl und Alex, er hat auch mit Alex von Karl und Alex ehemals zusammen ein Video gemacht. Habe ich mir angeguckt und dachte, Alter, wie krass hast du das gekocht, was ihr da gegessen habt. Danke, ja. Ja, mein Skill ist so Omis beeindrucken. Also so perfektes Dinner, Pilz, Leute, das ist ja alles eher sowas für alte Leute. Und meine Mission ist, das in die jüngere Generation zu transportieren. Das hast du geschafft. Ja. Aber wir wollen natürlich nicht nur Pilze essen und sammeln, sondern, was passt zu Pilzen hervorragend? Fisch, Barsch, Zander, sowas halt. Unsere Mission ist auf jeden Fall, Barsch zu fangen für ein geiles Barsch-Ceviche. Und mit ganz viel Glück noch ein Zetti. Ja. Mal gucken. Ist schwierig gerade, aber vielleicht finden wir einen. Und dann gibt es morgen ein richtig geiles Dinner bei mir. Alter, das wird so geil. Ich will es ja nicht, nachher wird es ja vielleicht wird voll scheiße. Alles angebrannt und fade. Und aber so. Es muss ja auch nur gut aussehen. Muss ja nicht gut schmecken. Kamera, Video muss das nur gut aussehen. Ja, machen wir. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. In 3 Stunden geht ja schon die Sonne unter. In diesen 3 Stunden brauchen wir also mindestens wie viel Barsche? Horror, Stress. Mindestens 3, sag ich mal. Oder 2. Mindestens? Naja, der. Oder 6. Sagen wir mal 6. Oder 5. Ja, 6 sowas. 30er, also 6 zwischen 25 und 35. Genau. Geil. Frisches Fleisch. Moritz, ich hab richtig Bock, wird richtig geil. Abfahrt. Na, wer bist du denn? Hast du Bock? Das wird lustig! Hast du aus Versehen schon mal einen Giftpilz gegessen? Nee, nicht aus Versehen, nur vorsätzlich. Kann man die auch essen teilweise? Ja, klar. Also Fliegenpilz zum Beispiel kannst du auch essen. Fliegenpilz kannst du essen, wenn du die Huthaut abziehst, das Rote. Also das Gift ist eigentlich nur in der roten Haut. Was, dieses Wort eigentlich in diesem Satz macht mich relativ bedenklich oder stimmt nicht bedenklich? Nein, also die werden auch gegessen. Oder gibt auch so Pilze, die gelten bei uns als giftig, werden aber zum Beispiel in den ganzen osteuropäischen Ländern gegessen. Aber gibt es. Machst du sowas auch? Nö. Nur du isst nur die richtigen? Ich esse nur die geilen.
weil ich keinen Bock habe auf den ganzen Stress. Es gibt auch den Hallimasch zum Beispiel, auch geiler Name, finde ich, Hallimasch. Den muss man abkochen, 20 Minuten Wasser wegkippen, dann musst du irgendwie, kannst du nur die Hüte essen, kriegst trotzdem noch Magen-Darm-Spassel, wenn du Alkohol trinkst. Und der kann im Dunkeln leuchten. Richtig geiler Skill. Ich meine, wenn wir einen Fliegenpilz finden, können wir den dann mitnehmen und essen? Oder ist das auch kompliziert? Nee, ich würde den nicht essen. Wir könnten daraus eine Salbe machen, weil die geil ist gegen Schmerzen. Zumal, ja, ohne Witz, kannst du in Alkohol einlegen und dann eine Salbe draus machen, weil das Zeug halt äußerlich angewendet super gegen Brennung und so hilft. Okay, ja, seid ihr bereit, Leute? Jo. Okay. Ja, mit was angeln ist hier wieder mit deinem Twitchbait, oder? Ja, genau, Twitchbait aus der Better Fishing Box oder aus der letzten Better Fishing Box. Ja. Kauf den Scheiß, Leute, kauf den Scheiß, kaufen! Nein, ja, wirklich. Es ist gut, wirklich geil. Fängt tatsächlich. So kleine Krebse haben gut funktioniert. Oder halt Köderfisch. Okay. Das können wir versuchen, die drei Sachen würde ich empfehlen. Machen was mal. Würdest du Köderfisch? Was würden, oder? Was würde ich als Köder würde Ihnen empfehlen zu angeln? Ich weiß es noch nicht. Ich höre da ganz auf Viktor, weil er ist der Angelboss, ich bin der Pilzboss. Und so lernen wir beide was voneinander. Ich stelle mich da hinten an. Okay. Kann ja gar nichts. Ihr wisst, wie es ist. Das Angeln, es kann alles anders sein als vorher. Aber wir hoffen mal, dass es nicht so ist. Hier war letzte Woche Peter unterwegs. Es kann natürlich sein, dass der alle Barsche natürlich hier sozusagen entleert hat. Aber er ist ja jetzt auch Plötze favorisiert, unser Plötzen-Peter. Ja, das muss er noch üben, ne? Da musst du ihm noch mal sagen, wie es geht. Das ist der erste. Moritz, kann man den essen oder? Bisschen schneiden, ne? Aber wir angeln doch auch kleine Pilze morgen, meintest du? Ja, kleine Pilze, aber wir brauchen dafür große Fische, um das auszugleichen. Na gut, dann nicht. Aber so Pilze, große Fische. Sorry, zu spät. Klimo wollte aufessen. Also ich muss sagen, der Wind macht uns das Angeln hier zur Hölle. Das läuft überhaupt nicht so gut. Hast du einen? Jawohl. Aber auch Live-Biss. Live-Biss, Alter. Oh, du hast auch einen? Ja, ist gerade abgegangen wieder. Abgegangen. Ah, angeln doch okay, wieder hakenlos. Okay. Natürlich dämlich, wenn man. Ah, du hast schon abgehakt. Diesen Teil, ja. Warte. Oh, du Kleinvieh, macht auch mit. Oh. Ganz ehrlich, wir müssen eigentlich nur auf die Kiloanzahl kommen. Egal wie viel es sind, oder? Einfach eine Suppe. Geil. Habe ich neulich. Ich habe Porn draus gemacht. Du musst ein bisschen lauter reden wegen dem Wind. Ich habe Porn draus gemacht aus ganz vielen Barschen, die so 25 oder so waren. Also darf man eigentlich gar nicht. Nee, das sagen wir hier nicht. Darf man die überhaupt mitnehmen? Ja, doch, 25 ist okay. Ja, klar, du hast schon weniger verwertet, wa? Ich wollte gerade sagen, wir nehmen heute auch vielleicht 25er mit, wenn die 30er nicht wollen. Wir brauchen ja Fisch. Das geht ja ein bisschen ums Kochen morgen auch. Ums Überleben. Ja, es geht ums Überleben. Oh Mann, ey, ist auch immer so ein hartes Brot in Berlin. Aber du hast es dir doch ausgesucht, hierher zu kommen. Beschwer dich nicht. Das sind die richtigen, wa? Ja, ist ein bisschen Wessi, wa? Nein! Ach, schon wieder ab? Aus dem Westen hergekommen? Hamburg. Gemacht. Nordwesten, sagen wir mal so. Und dann sagt er, hier ist scheiße. Zum Angeln ist Hamburg besser eigentlich, ja. Ist es so? Ich glaube ja. Keine Ahnung, ich habe in Hamburg ehrlich gesagt, habe ich früher nicht geangelt. Da bin ich immer nur nach Norwegen gefahren, habe da geangelt. Richtiger Assi, ey. Ich habe auch erst meinen Angelschein seit 3 Jahren. Also hast du vorher schwarz geangelt? Vorher habe ich richtig hart schwarz geangelt, ja. Wo hast du den gemacht? Online? Na, online, bei Fishing King. Hast du gemacht? Ja, ohne. Hast du meinen Code eingegeben? Ja, habe ich, klar. Ja! Das ist alles, was zählt, Leute. Der hat 5 Euro gespart dadurch. Es war so gut. Es war echt gut. Ich dachte allerdings, die Prüfung wäre viel härter und habe mich vorbereitet wie ein King, wie ein Fishing King. Habe jede Bahnfahrt genutzt, um zu lernen. Und dann hatte ich einen Fehler. Ja. Egal. Ich habe den Schein, ich glaube, man darf 20 Fehler haben oder so. Fisch! Das ist ja schon fast scheißebel. Ja, wir werden größer jetzt. Aber wenn wir garantiert davon noch 30 hätten, aber ich glaube, wir sollten lieber... Aber der erlöst ihn. Erlöst ihn, ja, nee, das ist mir auch noch... Die müssen schon einen kleinen Buckel kriegen, sonst... Sonst ist es eine Strand, die haben ja bloß so ein Rückenfilet da.
Er sagt, er hat die ganze Zeit Bisse, aber die nehme ich nicht. Also seine Bissausbeute mehr schlecht als recht. Na gut, aber besser als bei mir, muss ich sagen. Er hat jetzt mehr gefangen bis jetzt. Also er macht so, er hat mit Gummi drauf, das scheint irgendwie besser zu funktionieren als das, was ich. Ich habe die ganze Zeit mit Twitchbait geangelt, was sonst gut funktioniert, aber es funktioniert gerade gar nicht. Aber soll jetzt keine Panik kriegen, weil die beißen eh abends die letzte Stunde eher noch besser als jetzt. Ja. Aber so, dass man wenigstens einen zwischendurch fängt, das wäre schon schön und ordentlich. Dass man sicher weiß, okay, morgen gibt's Fillet. Wir können auch morgen eine geile Pilzkruste machen tatsächlich. Pilze, schön mit Semmelbröseln, Sonnenblumenkernen. Dann haben wir einen geilen Crunch, weil ich finde es immer wichtig, dass man verschiedene Texturen hat. Und der Fisch ist ja jetzt nicht so crunchy. Wo hast du gehört? Ja, das klingt so geil, ich freue mich jetzt schon drauf. Oh, der kämpft richtig. Ja, der hat doch auch seine 12 cm. Mann, ey. Berlin, Leute, ist einfach ein hartes Gewässer. Was will man sagen? Wie sagen sie immer, ey, bring deine Großmutter vorbei. Gott, ey. So, kein Monster, aber. Kein Monster, aber ein schöner. Kämpft wenigstens wie ein guter. Boah, aber komm. Ja, komm, ist okay. Naja. Da sind vielleicht dann doch in der Fahrrinne eher die etwas größeren, aber den, weiß nicht, nee, nehmen wir den mit, ne? Das ist ja auch alles, das ist ja Kindergarten. Ist schon besser. Also er wird immer größer. Noch 5 cm, dann haben wir's. Ja. Alter? Oh. Meinst du? Boah, der ist dick. Echt klein, ne? Klein, aber dein, Viktor. Zu klein. Klein, aber dein. Nee, können wir nicht machen. Okay. Ich hab einen. Ah, oh! Ja. Applaus! Petri. Der erste, den wir mitnehmen. Ja. Ich meine, wir gucken mal, ob er quasi unser Fangfenster hat. Was haben wir gesagt? 25 bis 30? Ja. Ja, einverstanden. 27,5. Das reicht noch nicht, dass wir alle satt werden, ne? Aber du. Aber ich. Das ist das Wichtigste. Spaß. Aber ich denke mal, wer ein Promi-Dinner gewonnen hat, der kann auf jeden Fall aus diesem, auch aus wenig viel machen. Ah, der wird ein bisschen gestreckt. Also Haute Cuisine ist doch eh, dass da nur so ein Klecks auf dem Teller ist. Wir haben morgen sowas, wo kein Mensch von satt wird. 10-Gänge-Menü. Genau, nur so Mini-Kleckse überall. Reingeliftet wie ein Bass in Amerika. Guck mal, Leute. Schön auf Dropshot. Wieder ein schöner. Wir kontrollieren lieber mal. Wir müssen aus Karma gründen. Wieder ein 27er halber. Bruder, der Bruder von dem. Guter? Ja. Oh ja. Oh, schönes Dick. Hol raus. Der ist gut. Besser? Ja, Alter, oh, nein. Was? Yes. Geil, auch dein Geheimköder. Ja, Mann, er bringt immer Glück. Hast du den auf Haifischen gekauft? Was? Auf Haifischen gekauft? Natürlich. Hat er. Wow. Nice, Alter. Schönes Ding. Was hat er denn? 30? Der hat über 30. 33er. Oh, geil. Oh, er reißt richtig ab jetzt, wa? Jetzt geht's los. Komm hier gar nicht ins Fenster. Nee, der ist nicht so groß. Aber alles gut. Hat sich besser verkauft. Aber auch auf den Kitec. Läuft. So, jetzt scheint es irgendwie zu funken, wa? Ne? Ist das am Köder lag oder an der Beißphase? Ist Beißindex jetzt? Na, ich glaube, Barsche sind nicht so mit dem Beißindex. Aber die haben eher so ein Beißfenster halt. Das scheint jetzt zu sein. Sollen wir ausnutzen, dass wir noch richtig Fleisch machen hier. So. Der ist noch unter unserem. Wollen wir jetzt mal hochsetzen? Quasi auf 30? Alles ab 30? Gerne, ja. Achtung, wir haben über dich rüber. Nee, das ist genau wie deiner. Ja! Junge, jetzt kommen sie richtig in Fahrt, wa? Alter. Messen? Ja, tatsächlich. 35. Scheiße, Mann! Wieso Scheiße? Endlich habe ich ihn überholt. Ach, so ein Mist. Voll geil. Morgen gibt's was zu futtern, Alter. Richtig schöne Brocken, oder? Ja, Mann. Okay, Leute. Also ich angel hier übrigens mit totem Köderfisch. So. Und da kennt er ja meine Methode. Mitten durchs Gehirn Methode. Dann könnt ihr den nämlich richtig geil twitchen.
Weißt du, die Größe, man denkt ja immer, ist zu groß für Barsch, aber ist nicht so. Wenn er den jetzt mal so, fast besser als ein Lebender, also Lebender ist ja verboten, ne? Wenn er noch frisch ist und nicht schon einen leichten Starre hat, dann macht der, vibriert richtig in der Schwanz, so wie, wie ein Swimbait quasi. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf Crank. Jo, hat er mal Alter, kurz wachgerüttelt. Nice. Yes, Junge. Geil, Alter. Nice. Krasser Stüssel. Mit Ansage, weiter geht's. Wachrütteln. Wachrütteln wollte er ihn, ja. Willst du ihn vermessen? Ja, würde ich gerne. Sekunde. Ich habe jetzt mal so einen Riesenplötzer angemacht, aber die, das wollen sie dann doch nicht. Sie sind doch ein bisschen zu doll. So, vorne dran ist er. 35, ja. Hat er? Jo, hat er genau. Geil. Nice. Fischfinger. Alter, geil. Oder? Ja. Also aber auch wirklich geil gemacht, muss ich sagen. Also wirklich so einfach ein Köder gewechselt, weil du irgendwie eine Stunde jetzt nicht biss, nicht mal auf Köderfisch. Gar nicht. Und dann macht er sich ein Crankbait dran und zack, zwei Würfe später, bam, geil. Geiler Typ. Also dann muss ich ja wirklich sagen, mache ich mir jetzt auch ein Crankbait dran. Wenn das so geil funktioniert hier. Okay Leute, nach einer langen Beißflaute ist hier wieder ein ordentliches Maschinchen dran. Boah, nice. Geil. Schön. Das Fangfenster, ja. Weit über 30. Ja, der kommt auch mit. Scheiße, 10 Kilo Fisch, ey. Geil. Wo du heute hier angekommen bist, hast du das dir erhofft, dass du so ich viel Fisch ich hab's mir bekommst? Erhofft, aber ich hätte es nicht gedacht, dass wir tatsächlich so gut fangen. Also ich habe die letzten Tage auch ganz gut gefangen, aber nicht so eine Ü30-Frequenz, sage ich mal. Das ist schon amtlich. Wir haben jetzt den Spot hier einfach leer gemacht, das ist einfach nichts mehr. Das heißt, wir fahren ja zum nächsten Spot und machen da weiter. Ja, weiter. Blutrausch. Wir müssen uns auch ein bisschen zügeln, aber es ist schon, man dieses Fleisch sieht und einfach dieses Essen vor Augen hat, ist nochmal was anderes, als wenn du einfach so losgehst. Und jetzt quasi nur aus Spaß an. Ist halt Catch and Cook, ne? Ist nicht Catch and Release. Also müssen wir ja sowieso machen in Deutschland. Deswegen, wir machen das Beste draus. Der Frequency. Der erste Fisch war. Der erste Fisch liefert wieder die Geheimwaffe hier. Was hast du gefischt? Na, hier wieder Kitec. Easy Shiner in Purple Glitter. Keine Ahnung, was das ist. Purple Rain. Wir machen uns immer ganze Zeit. Ja. Davor war Cordula Grün. Nein! So, den lasse ich jetzt aber frei, Alter. Liebe ich ja auch Barsch Release. Schockt so, wenn die so abplatschen. So. Tschüss, mein Kleiner. Tschüss. Voll, voll, schön. Ach, da doch. Guter Köderfisch, Leute. Man muss ihn halt nur führen wie einen lebendigen. Wie hast du ihn gefangen? Das ist der Trick. Deadbait. Und dann ein bisschen rumgezuppelt. Und fertig. Was hat er? 30? Ja. Willst du noch schnell messen? Einmal kurz messen und dann releasen. Na, guck mal, 31 hat er. Herrlich. Ordentlich. Einiges über 30 heute auf jeden Fall. Mein Kleiner. Wunderschön hier im Wald. Spaß. Spaß. Pilz! Können wir hier essen? Den kannst du essen? Nee. Wenn du die Huthaut abziehst, das ist der gemeine Fliegenpilz. Amanita muscaria. Das ist der Fliegenpilz. Da sind nur die Flocken ein bisschen ab. Kannst du eine Salbe draus machen? Guck mal, das hat schon aufgepasst. Ja, hab ich gestern gelernt, Alex. Guck mal, ganz wichtig: Pilze immer komplett entnehmen. Für die Bestimmung dann das Loch wieder zumachen, damit das Myzel nicht austrocknet. Und da sehen wir nämlich die Knolle beim Fliegenpilz und den Ring. Das ist ein Knollenblätterpilz und das Gift ist nur im Hut, in der Huthaut. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir geil sind, auch einfach nur die Huthaut mitnehmen und uns damit richtig wegbreiten. Nein, eine Salbe draus machen. So, das kann hier bleiben, stört nicht. Aber unser Müll kommt auch mit.
Aber können wir, wenn wir da jetzt andere Pilze drauflegen, wird das quasi von dem Gift quasi kontaminiert. Ja? Nein. Weil sonst packen wir es einfach in eine Kaffee. Ja, lass mal machen. Ist schon geiler getrennt zu handhaben. Guck mal, passt sogar wie die Faust aufs Auge. Die Norm, halt, deutsche Industrienorm, das willst du machen, ey, überall. Ja, herrlich. Okay, geil. Nee, genau. Richtig räudig, Alter. Nee, wir gehen mal hier mal in eine Pilze. Ja, was ist der Plan? Sag mal. Genau, also Steinpilze sind leider durch, es ist ein bisschen zu spät im Jahr. Das heißt, was wir finden können, sind Frostschnecklinge. Die brauchen nämlich Temperaturen von unter 4 Grad, um zu wachsen, genauso wie Austernseitlinge. Die brauchen auch kalte Temperaturen und mit Glück finden wir noch eine Espenrotkappe. Die sogenannte Espenrotkappe. Genau, aus Aspen, habe ich gestern doch schon gesagt. Ja. Und Lacktrichterlinge hatte ich gestern auch angesagt. Brauchen wir. Violette Lacktrichterlinge auch noch. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch diese Pilze schon mal gehört hat. Standard. Ich muss ehrlich sagen, Steinpilze kann jeder finden. Was gibt's noch? Was hier Maronen kann jeder finden, das kennt auch jeder so von früher. Krause Glucke, die fette Hände genannt. Genau, ja. Kenn ich auch. Ja. Und, aber die anderen Dinger da, die er gerade gesagt hat, ja. Das also kennt nur ein, sag mal, versierter Pilzangler, oder? Ein Pilzangler, genau. versierter Pilzangler kennt das. Das ist vor allen Dingen der Vorteil, wenn ihr ein paar mehr Pilze kennt, dann findet ihr halt immer Pilze. Also auch wenn die Steinis weggesammelt sind, seid ihr die Babos, weil ihr halt geil Knowledge habt und einfach noch Sachen findet. So sieht's aus. Richtig. Ja, also. Und die schmecken teilweise genauso gut, wenn nicht sogar besser. Sandröhrlinge gibt's auch noch. Sandröhrlinge. Das ist ja gar kein Sand. Doch, jetzt alles sandig, wie du siehst. Sollten wir gleich auch mal nach Ausschau halten. Das ist ein gelber Pilz. Gibt es auch einen Pilz, der sozusagen muskelaufbauend ist? Nicht zersetzen, sondern aufbauend? Ja, alle Pilze sind halt hardcore proteinhaltig. Ah, ist das so? Ja, deswegen ist es halt voll gut. Das wusste ich gar nicht. Und Vitamin D-haltig. Das heißt, du kriegst A, keine Depris mehr. Voll gut für die Psyche. Ja, weil Vitamin D wird ja eigentlich über die Sonne aufgenommen. Alter. Und B, kriegst du geile Muckis, Alter. So sieht's aus. Das ist ja wirklich geil. Das ist ja ein Mehrwert, den ich muss wirklich sagen, das wusste ich nicht. Warum ich das nicht wusste, ist mir ein Rätsel, aber das finde ich ja geil. Jetzt esse ich nur Pilze. Ja, ich auch. Das meinst du, warum ich immer so happy bin? Voll. Pilz, war den immer nicht. Das ist ein räudiger Gammelpilz. Ja, der ist durch. Durch mit der Beseifung. Aber da vorne, guck mal, da steht er mitten auf dem Weg. Das ist der Sandröhrling. Nee, doch. Ohne Sandröhrling. Sandröhrling. Warum wächst er hier mitten auf einer Kreuzung von zwei Wegen? Und keiner hat ihn genommen. Es muss ein Zufall sein. So, Leute. Shitstorm, let's go. Das ist ein Sandröhrling. Den habe ich natürlich eben schon gefunden und hier hingestellt. Richtig verrückt. Weil sonst würde natürlich hier der Sandhaufen nicht sein. Er würde sonst genauso wachsen, aber ohne den Sandhaufen. Das ist Kunstmoos, genau. Ist aus Plastik. Habe ich aus dem Bastelshop mitgebracht, damit es da keinen Ärger gibt. Wir wollten nämlich ein Foto machen. Schön. Genau. Das ist für ein geiles Stillleben ist hier. Da wächst noch ein kleiner raus. Kienäpfel. Okay, was machen wir damit? Können wir den aufessen? Ja, der ist mega geil. Schmeckt richtig gut. Sehr guter Speisepilz. Also 1 bis 10? Würde ich sagen eine 9. Und was ist ein Steinpilz? Eine 10. Aber eigentlich ist der auch eine 10. Das ist der Pilz meiner Kindheit, Leute. Das ist ohne Witz so. Und meine Eltern immer früher gesammelt. Pilze übrigens immer rausdrehen. Im Ganzen und nicht abschneiden. Ist natürlich bei dem jetzt total hinfällig. Geht darum, dass das Myzel nicht austrocknet. Aber da wir da den ganzen Moosball mitgenommen haben, tut dafür den Arsch. Egal, wir nehmen die mal mit. Das ist ein richtig geiler, fester, knackiger Pilz. Übrigens, genau, der färbt gerne mal blau, wenn man den anschneidet. Nee. Ich würde sagen orange. Nö, wird nicht blau. Machen sie aber manchmal. Wichtig ist beim Pilzen, dass das Myzel, das ist nämlich der eigentliche Pilz, das unterirdische Netzwerk, dass das nicht austrocknet. Das hier, was wir sammeln, sind nur die Fruchtkörper, die Geschlechtsorgane, die dazu beitragen, dass der Pilz sich fortpflanzt. Und deswegen muss man Pilze immer im Ganzen rausnehmen und dann das Loch wieder zumachen. Dann trocknet das Myzel nicht aus, der Pilz kommt nächstes Jahr wieder. Ist ein bisschen wie bei Fischen, der ist nämlich standorttreu. Das heißt, der ist jedes Jahr an der gleichen Stelle. Wenn ihr einen geilen Barschspot habt, wisst ihr auch, wo die stehen. Bei Pilzen ist es noch viel geiler. Und zur Bestimmung ist es halt wichtig, den ganzen Pilz, den ganzen Fruchtkörper zu entnehmen. Weil stell dir mal vor, du schneidest einen Pilz ab und denkst, das ist ein geiler Champignon. Und dann hast du aber das wichtigste Merkmal nicht gecheckt, nämlich die Knolle unten beim Knollenblätterpilz.
Und dann bist du tot, weil du dann einen Pilz verwechselt hast und dann einen kleinen Blätterpilz gegessen hast. Guck mal Leute, zwei haben wir schon. Zwei schöne Pilze. Und einen großen. Also gehen jetzt da vorne zu den Espen und gucken nach Espenrotkappen. Das Ding ist nämlich, dass jeder Pilz einen Symbiosepartner hat. Also zumindest die Pilze, die wir jetzt sammeln. Es gibt natürlich auch Folgezersetzer, Saprobionten oder so, die auf Holz wachsen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch so ein bisschen Check zu haben von Bäumen. Und so ein bisschen über die Pilze hinaus die Umgebung und die Natur wahrzunehmen. Also wie beim Angeln, das so sozusagen Barsche unter Brücken. Also wenn man Brücken findet, findet man die Barsche. Aber ist das nicht ein Geheimnis, was man lieber nicht liegt jetzt als Pilzsammler? Nö, das ist eigentlich Common Sense Pilzsammler Knowledge, was man auch braucht. Was ist das? Was ist das denn? Ja, das ist ein bestimmt ein Kuhhaufenpilz. Ja. Geil. Was ist das? Das weißt du nicht. Alter, was? Warte, lass mich den doch erstmal checken. Das ist ein alter Parasol. Du bist auf dem freien Feld, habe ich den Pilz. Da ist ja auch eine Polbrille auf, oder nicht? Deswegen ja. Spiegelung, dass das weniger ist. Die Richtung könnte es sein, dass du Espenrotkappen findest. Das sind Pilze, die haben eine Farbe von diesem Blatt. Ja. Rote Kappe, weißen Stiel. Wenn du einen findest, schrei laut auf und nimm ihn noch nicht raus. Ich okay. Beim Pilzesammeln gerne mal nach kleinen Hügelchen gucken, auch so im Laub und nicht nur nach Pilzen, weil die drücken das Laub hoch. Wir waren ja auch schon mal Steinpilz sammeln an der Müritz. Ja. Das war genau so, wie du gesagt hast. Ne? Wir haben dann am Ende wirklich nur an die kleinen Laubhügelchen geguckt und darunter waren die. Das ist einer. Das ist ein Pilz auf jeden Fall. Ja, aber es ist wohl der sogenannte Espenbitterling. Espenrotkappe. Espenrotkappe. Genau. Da gibt es ja auch ein Sprichwort, was? Zittern wie Espenlaub. Genau, zittern wie Espenlaub, genau. Hier war ich auch mit Alex übrigens. Ernsthaft? Espen davon, ja genau. Ja, krass. Ja. Und das ist eine schöne und sehr stabile Espenrotkappe. Das mache ich übrigens auch mal als allererstes. Raufklopfen, gucken, ob die noch stabil ist. Dann einen Drucktest, so in den Hut drücken. Und wenn dann nämlich, wenn der matschig ist und so Beulen bleiben, dann ist der durch. Der ist super, oder? Der ist super, der ist schön hart. Da ist nichts dran. Ich finde es aber krass, wirklich, was die Evolution erschaffen hat. Geil, dass ne? Die gleiche Farbe sozusagen hier. Ich meine, es ist natürlich immer Trial and Error sozusagen. Die nicht diese Farbe haben, werden natürlich ermordet von den ganzen Tieren. Ja. Weil sie halt nicht überleben. Aber die überleben und verbreiten sich mehr und deswegen Evolution. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass es so ist, dass der einfach hier. Geil. Und was noch viel geiler ist, der gehört halt auch zu den Raufußröhrlingen. Normalerweise in jüngerem Stadium hat der weiße Flocken, aber jetzt, wenn er älter wird, hat er halt auch schon schwarze Flocken am Stiel. Genauso wie der Birkenröhrling zum Beispiel. Und ich finde es immer so geil, als ob die ihre Umgebung wahrnehmen, weil, wenn du dir das mal anguckst, die Espen und die Birken, also vor allen Dingen die Birken, die haben ja auch immer so schwarze Stellen da am Stiel, ist halt schon sehr ähnlich. So nicht nur der Hut sieht aus wie die Blätter, sondern auch der Stiel. Sieht aus wie der Stamm. Das ist schon ein ordentliches Exemplar, also wäre das schon, könnte man das schon PB nennen? Der ist eigentlich schon ein bisschen überständig. Also ich glaube, ideal wäre der vor 2 Tagen gewesen. Du siehst jetzt hier, dass der Schwamm schon so ein bisschen da am Rand die Farbe ändert. Und normalerweise genau sind halt auch die Flocken am Stiel weiß. Das ist halt das Besondere an der Espenrotkappe, dass der weiße Flocken hat. Aber der ist schon noch gut. Der ist jetzt nicht matschig, das heißt, den kann man super essen. Hier siehst du, wie er sich so ein bisschen lila verfärbt. Das wird gleich schwarz, die ganzen Schnittstellen. Ist halt auch Magic, ne? Ich finde das wirklich geil. Voll. Wie schnell wachsen so eine Pilze? Naja, bis der hat sich... Von rauskommen bis so? Bis so keine 24 Stunden, wahrscheinlich eher so 8 Stunden doch. Ja. Alter! Ja. Deswegen ist das auch so geil fürs Muskelwachstum. Genau. Und deswegen sagt man auch, schießen wie Pilze aus dem Boden. Weil die halt wirklich, kommen hier manchmal hin, nix los. Und dann am nächsten Morgen, boom, Pilze da. Also es ist ja super crazy, ja. Ja, deswegen ist es gut fürs Muskelwachstum. Siehst du übermorgen aus wie He-Man. Oder He-Man kennt ja auch keiner mehr, wie mal Freika, Marlo. Alle müssen ihr Alter in die Kommentare schreiben, bitte. Jeder Einzelne, das ist ganz wichtig, damit wir das auch mal so analysieren können, deine Zielgruppe. Ab wann? Na, das weiß ich ja. Aber ab wann kennen die Leute He-Man nicht mehr? Das stimmt, das will ich echt wissen. Ja. Und Marika Amado. Fühlt sich gut an? Ist noch fest, oder? Super fest. Viel fester als die anderen. Und ja, auch viel geiler. So weiße Flocken noch. Also nur klein, kommt ein bisschen kleine. Geil. Und jetzt hier so rein? Ja, genau. So raushebeln.
Schrauthebel. Genau, so. Loch zumachen. Jo. Leute, ich habe früher mit meiner Mutter und Vater immer Pilze gesammelt, aber das ist schon ewig her, so 1000 Jahre ungefähr. Es ist irgendwie befriedigend, da reinzuschneiden. Ich weiß nicht, warum. Ja, ja, und das ist übrigens auch sehr wichtig, Leute. Wenn ihr einen Pilz findet, guckt euch in der Umgebung um, weil das Myzel ist ja alles vernetzt. Das ist natürlich großflächig verbreitet und da, wo ein Fruchtkörper rauskommt, kommt meistens noch ein zweiter raus dran. Aber guck mal, wie geil deiner schon färbt. Ja. Die werden nämlich... Also, geil, meiner als deiner, wa? Ja, deiner färbt ein bisschen geiler. Die werden tatsächlich immer so schwarz-lila. Jetzt der hier kommt auch manchmal vor, so ein bisschen bläulich. Aber bei Verletzungen wird er halt lila. Wir brauchen ja eigentlich auch nachher nur eine kleine Beilage für unser Essen. Wir haben ja gestern geile Barsche gefangen. Alter, haben wir die zerstört. Und es gibt ja geiles Barsch-Ceviche und gebratenen Barsch. Und eigentlich brauche ich nur so ein ganz paar Pilzis als Beilage. Aber das auch mal so beim Pilzensammeln. Man kriegt halt nie genug, ist wie beim Angeln, man kann nicht aufhören. Und einen noch, komm, einen noch. Richtig. Ja, ich möchte auch noch mal einsammeln, einen finden. Willst du? Nein, ich habe gehört, es ist ein tödlich giftiger Pilz. Genau, das ist der grünblättrige Schwefelkopf. Ich habe was gefunden. Geil. Dicker, du hast Saitlinge gefunden. Ich habe Saitlinge gefunden. Saitlinge, ja. Saitlinge. Mit Glück ist das sogar eine Auster. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein Lungensaitling ist, weil es noch ein bisschen zu früh ist. Wobei, wir wollen ja nachher auch noch eine Auster finden, aber erst ein bisschen hell. Nichtsdestotrotz. Was heißt denn hell? Hell ist gut, naja, oder schlecht? Also Austernseitlinge, doch, das ist eine Auster. Richtig geil, Alter, Dicker. Junge, hey, danke. Das ist ein saugeiler Speisepilz, den kriegst du auf dem Supermarkt, den kannst du auch kultivieren. Und der ist halt ein geiler Fleischersatz. Der wächst halt im Vergleich zu den anderen Pilzen, wächst dieser an Totholz. Das heißt, das ist ein Folgezersetzer, ein Saprobiont. Der hilft dem Wald quasi, sich selber aufzuräumen, zu regulieren. Das heißt, der baut langfristig hier dieses Holz ab. Das wird dann wieder zu Humus, zu Erde, kann dann verwertet werden von Kleinstlebewesen. Ich mach. Aber der ist so geil, der ist so fucking lecker. Und davon wollen wir nachher noch ein paar holen, weil der ist wirklich, da brauchst du kein Fleisch mehr essen, wenn du so einen hast. Wirst du nachher sehen. Das ist ein richtig, richtig geiler Speisepilz. So, Viktor, was ist das? Ein Salbenpilz. Genau, der gemeine Salbling. Nein, der Fliegenpilz. Wer kennt ihn nicht? Der berühmteste Pilz von allen. Der auch das Emoji ist bei WhatsApp oder sonst wie für Pilze. Immer der. Und trotzdem haben alle Schiss davor. Wunderschön eigentlich. Wunderschön. Guck mal hier die Lamellen. Achtung, von unten. Richtig schöner Pilz. Aber hier hat sich doch bestimmt einer so einen kleinen Trip gegönnt, oder? Da steht jetzt auch so noch ein kleiner Jägermeister. Genau, da liegt ja als Kommissar Viktor ermittelt. Er spricht alles dafür, dass sich hier jemand weggebreitet hat. Nennen Viktor Holmes. Ja, Viktor Holmes. Habe ich noch nie gemacht, aber soll wohl sehr, sehr couchlastig sein. Ach so. Nee, also Finger weg davon, Leute. Ja, Finger weg. Ist also sowieso hardcore giftig, aber der kann halt auch medizinisch eingesetzt werden, hilft total bei Schmerzen, äußerlich angewendet. Das heißt, wenn du jetzt eine Verstauchung hast, kannst du eine Salbe draus machen. Okay, also nehmen wir mit, ja? Für die Salbe? Ja, ja, auf jeden Fall. Also soll ich den auch mit Messer raushebeln oder einfach rausziehen? Kannst du einfach jetzt, weil den haben wir ja bestimmt, kannst du einfach den Hut abschneiden. Das ist auch nicht schlimm, weil wir wollen... Ach so, wir wollen nur den Hut haben? Ja, dann kann der Rest hier bleiben. Das ist so ein alter Hut. Vor sich hingammeln. So, ja? Jo. Stimmt, man soll ja nicht mehr Biomasse entnehmen als notwendig. Kleine Vulkane. Es juckt mich mal dran, aber das macht man nicht. Lieber nicht, ist nicht gut. Aber riechen, was riechen? Krieg mal da. Ah, nee, mach ich lieber nicht. Daraus kann man Gewürzpulver machen. Genau, den kannst du trocknen. Habe ich auch zu Hause. Habe ich auch in der Soße, die wir heute essen. Das ist der Habichtspilz. Der gehört zu den Stoppelpilzen. Der hat nämlich unten keine Lamellen und auch keine Röhren, sondern Stoppeln. Oh nein, der schimmelt. Oh, den nehmen wir nicht mit. Weil das ist auch übrigens so ein Ding. Wenn ein Pilz schimmelt, dann kann man das nicht wegschneiden und einfach dann sagen, geht schon, den Rest nehmen wir. Weil das Myzel vom Schimmel hat sich dann schon durch den ganzen Pilz gesetzt. Aber hier muss man fühlen, die Stoppeln, das ist halt richtig Magic. Stimmt. Fühlt sich an wie so ein Katzenfell oder so. So ein Teil ist halt ordentlich Biomasse und da hast du dann halt auch richtig geil viel Gewürzpulver. Der darf jetzt hier bleiben und seine Sporen weiter verbreiten. Die fallen nämlich raus.
gebastelt, Junge. Alter. Wir hatten den gebastelt. Ja, voll. Ist der echt? Aber hier wachsen so viele. Also es ist hier wirklich der Ultramassenpilz. Deswegen habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, wenn man mal für Ausstellungszwecke so ein bisschen was mitnimmt. Diese Flocken, Alter, wie das aussieht, ey. Die darfst du nicht abputzen. Nee, mach ich auch nicht. Krass. Da musst du so richtig so Lack drumherum machen. Ja. Frostlacke-Ring rüber. Guck mal, ob der noch was kann. Ich schneide ihn jetzt mal kurz ab. Dann müssen wir ihn nicht rausdrehen. Boah, der sieht super aus. Der sieht gut aus von den Stoppeln. Allerdings ist der hier auch so leicht bewohnt. Ehrlich gesagt bin ich ja so schmerzbefreit. Ich dörre die dann trotzdem, wenn die noch stabil sind. Schneide ich einfach das hier raus. So, und dann dörre ich das trotzdem, weil die Maden natürlich sofort sterben. Wenn man es dört. Aber, muss jeder selber wissen, ist halt ein bisschen extra Protein. Noch was für die Muckis. Wollte ich gerade sagen, was für die Muckis. Ja, wenn die mitgekocht werden und die so eh nur Soße rausgemacht wird und durchpüriert und alles, dann ist okay. Das wird ja vorher zu Pulver gemahlen. Mhm. Kann sein, dass heute in der auch tatsächlich früher mal schon welche mit drin waren. Ja. Dein Bach hast du aufgebaut hier? Bach habe ich schon mal angelegt, da wollte ich so Forellen durchschicken, damit man mal angeln kann. Alter, was ist denn das hier? Ein Bunker oder was? Ist hier jemand? Nee, ist glaube ich keiner zu Hause. Nee, ich wohne hier natürlich nicht. Das ist hier eine alte, das war hier glaube ich mal NVA-Gelände. Und das sind glaube ich so Schützengräben, Bunkerdinger. Und die hat sich irgendwie so eine Verrückte, hat sich hier so ein Haus gebaut. Sicher, dass die Hexe Baba Yaga nicht da ist? Ich habe ein bisschen Angst, aber ja, wir können ja mal reingucken. Ich glaub, Alter. Deswegen ist es irgendwie nicht so geil. Könnte man auch direkt mal einfach ausbuddeln. Meinst du, das hat sie gemacht? Oder war das vielleicht vorher schon? Ich glaube kaum. Nee, vorher, ich kenne das ja hier, da war es nichts. Und vor allem ist das ja auch so eingezäunt. Wahrscheinlich hätte hier irgendwelche Neonazi-Rituale. Ja, war wahrscheinlich. Geh nicht drauf! Ja, stimmt. Damit geh nicht drauf, Digga! Verflucht, Alter. Du meinst, dass da vielleicht eine Bombe drunter ist? Nein, ich meine, guck mal, wie das aussieht. Digga, das ist ein verficktes Hakenkreuz. Falls ja, da darfst du nicht in die Mitte gehen. Wollen wir rein? Ist er wirklich rein? Ja, ich war doch schon mal drin. Nee, ich will da nicht drin. Ist jemand da? Wir wissen es nicht. Oh, Alter! Scheiße! Alter. Die Handschellen da. Komm mal her! Die Kettenhandschellen. Bleiben wir. Guck mal. Oh, Alter! Wo sind wir hier, Alter? Ja, guck mal hier in der Kackhöhle, ey. Ah, da oben. Oh, Mami, wir mit Alice hier. Hab dich ganz doll lieb und pass auf dich auf, steht da auf dem Zettel. Das ist ja gruselig. 20.01.2021. Kannst du bitte das hier nicht aufmachen? Was? Das da? Nicht aufmachen. Lass uns bitte. Ja, oder? Raus. Ich will das auch nicht aufmachen, wenn da jetzt eine Leiche drin ist. Boah, Digga, deswegen sag ich. Nee, das würden wir aber riechen, wenn da eine Leiche drin wäre. Wenn die schon länger da ist. Und meinst du, skelettiert schon? Wie lange hast du die nicht mehr gesehen? Ja. Nee, lass es weg, ich hab auch Angst. Okay, Moritz, du gehst vorne. Alter, wir voll laut. Ey, genau, Moritz, du gehst zuerst, ja? Und dann gehe ich. Und dann sperre ich euch ein. Victor. Okay? Okay. So. Mach zu, ihr kommt nie wieder raus. Danke. Alter. Ist schon krass, oder? Das ist richtig crazy, oder? Das ist ein richtiger fucking Bunker. Schön, ups, schon. Sorry, so Endzeit. Alter, wie krass heftig denn bitte das da? Ja, oh. Aber eine Stippe hat sie, guck mal. Das ist Stippe. Das war eine Survival-Frau, 100%. Die hat sich ihre Dings hier. Das ist eine geile Lage. Eine 18-Meter-Stippe, eine 9,50-Meter-Stippe. Germina, geil, aus dem Osten. Alter, das ist richtig krass. Ja. Made in GDR. Alter, ohne Spaß, aber nicht, dass die uns anzeigt. Mann, Alter, die wohnt hier doch überhaupt nicht mehr, ey. Hier ist eine Runde Stippen. Alter, 9,50 Meter. Ist das auch auf GDA? Das ist auf jeden Fall eine amtliche Stippe, ey. Discovery. Ich glaube, ich habe was dran. Ein Russen. Alter, ja. Okay, Leute. Andruschki hat die Idee gehabt, ich habe Angst, das anzufassen, weil ich habe Angst, dass ich mir damit irgendein scheiß Karma ranziehe oder so. Das freu ich mich, Alter. Aber für Likes. Andruschki meinte, wenn das Video 5000 Likes hat und wie viele Kommentare? 1000 Kommentare. 1000 Kommentare. Dann nehmen wir das mit und drehen damit quasi, oder dann kommen wir nochmal her. Ja. Und holen uns die Dinge ab und machen damit ein Video. Bis dahin lassen wir es nämlich hier, weil dann sonst kriege ich irgendwie hier alles Mögliche an Krankheiten. Ich will das nicht tragen.
Also die müssen wir jetzt aber auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Krass. Das ist Wahnsinn, oder? Die ist hier komplett. Geil. Achtung. Oh nein! Jetzt muss einer da rein, Alter. Nee. Oh, okay, damit hat sich das erledigt. Alter, wir werden hier Alter, nie mehr wegkommen. Alter, wir werden hier verhext werden. Doch, mach das. Spinnen, Alter. Das geht schon los. Vorsichtig bitte. Ah, hier sind überall Spinnennetze, Alter. Nee, hör auf. Ich muss raus! Es geht immer mehr kaputt. Hast du alles? Alter, ich hab alles. Oh Gott, das ist schlimm. War das? Oh, ich hasse sowas, ey. Hier. Achtung. Spinne. Aber ist die Spitze da noch drin? Die richtige Spitze? Da fehlt der Stöpsel unten. Die Stüppe geht sonst immer wieder auf. Der Stöpsel liegt unten. Und Moritz hat gesagt, er geht nicht nochmal runter. Hallo? Da war gerade ein Geräusch. Da kam wirklich gerade ein Geräusch raus, kein Spaß. Vielleicht lebt sie noch da. Alter. Ich meine, ganz ehrlich. Schnell! Ganz ehrlich, da kann wirklich ein Tier drinnen wohnen. Hallo? Alter, das macht einen so irre, oder? Alter, oh, das ist schlimm. Das ganze Kopfkino hier. Ja, war voll, ey. Oh, gleich essen wir noch Pilze, ey. Aber von hier nehmen wir nichts mit. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar hundert Meter weiter weg. Weil hier will ich. Das ist wie auf dem Friedhof sammeln. Mache ich auch nicht. Auch wenn da die geilsten Pilze der Welt wachsen, mache ich nicht. Und hier ist so viel Bad Spirit, Alter. Abfahrt jetzt, weg hier. Und die roten nimmst du trotzdem mit? Witzig, Alter. Das ist nämlich nur das rote Kreuz, Alter. Genau, hab ich auch gerade gesagt. Ja. Oh, Alter. Zurückerobert. Richtig. Zurückgeschändet, Alter. So sieht's aus. Also, es ist jetzt ganz schwierig. Wir sind jetzt noch nicht weit vom Camp weg. Aber wir sind auf der anderen Seite des Ufers. Und hier steht eine wunderschöne Marone. Der Klassiker, wer kennt sie nicht? Aber in dem Zustand, so jung und knackig, wirklich? Null was dran. Es ist halt echt schwer, finde ich, die stehen zu lassen, weil so muss eine Marone ja aussehen. Ne? Also, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich ein schöner Speisepilz, auch schmeckt auch gut. Wird ja nicht ohne Grund so gerne gesammelt. Den Karpfen würde ich sagen, ne? Ja, genau, ein schöner Karpfen. Wird übrigens immer blau bei Druck. Wie ein Karpfen. Wie ein, ist das so? Karpfenblau. Stimmt, Alter. Geil. Ist der Mann noch mal gern, ne? Ja, macht er. Und da ist noch eine, oder? Guck mal, die. Jo, was für eine Bilder. Guck mal, wieder hat sich wieder bestätigt, wo ein Pilz ist, sind noch mehrere. Okay, dann suchen wir noch weiter. Geil. Ein Fluch. Wir haben keinen Fluch. Wir haben keinen. Jetzt hör mal auf mit sowas, Alter. Du wir warst haben das mal drinne. Ja, aber ich habe das Hakenkreuz weggemacht. Ja, richtig. Voll. Also wir haben das jetzt. Wir haben jetzt hier werden mit Positive Energy übersprüht. Das ist die Belohnung. Das ist die Belohnung, dass wir das Hakenkreuz weggemacht haben. Nicht Instant Fluch. Karma. Ja, ist so. Wie beim Angeln. Ja, nee, da vorne ist ein Butterpilz und das hier ist ein Goldröhrling. Ein Goldröhrling? Ja, hier mit gelbem Schwamm, einem Ring, aber die sind auch schon so ein bisschen drüber. Die wachsen in Symbiose mit Lärchen. Und, ganz wichtig, die gehören zu den Schmierröhrlingen. Die sind so klebrig und schmierig. Kannst du mal anfassen? Ja, genau. Und deswegen muss man, die kann man essen, aber die sind immer so ein bisschen zu voll mit Wasser. Hier, Achtung. Ach, krass. Pipi raus. Hier ist einer. Ha, ohne Scheiß, das ist kein, nicht gestaged. So sehen die aus. Und da ist noch einer. Das sind die? Das sind die. Und jung sind die so. Da haben die halt noch einen geschlossenen Hut. Die gibt's doch, ist doch immer in diesen Frostpackungen drin. In diesen, Kellogg's Frosties. bei diesem China, also was man kauft. Ah, genau. Dann das sind Enoki. Das sind Sandfußrüblinge, die aber gezüchtet sind. Die hier sind ein bisschen anders. Sind halt Schnecklinge. Die sind so ein bisschen Wachsblättler heißen die. Ein bisschen wie Wachs, kannst du auch gerne mal anfassen. Ich habe so viel Zeug gerade angefasst, wo ich Angst habe, dass wenn ich jetzt was anfasse, dass es explodiert. Schreib mal in die Kommentare, ob ich sterbe oder nicht. Ich werde jetzt diesen Pilz einfach so essen. Nee. Doch. Wirklich? Mhm. Das ist nämlich einer der wenigen Pilze, die du roh essen kannst. Eigentlich müsstest du dir die Hände mal im Moos sauber machen oder so. Ja? Ja, aber da ist einer. Wird schon gehen. Ohne Scheiß. Wirklich? Mhm.
Du bist sicher, dass es keiner ist, wo meine Eingeweide sich auflösen innerhalb von 20 Stunden? Sonst würde ich es nicht machen. Ich habe ja auch gerade eingegessen. Ich würde dir nie irgendwas... Das ist übrigens auch eine Regel, wenn ihr nicht zu 100.000% wisst, dass es der Pilz ist, den ihr denkt, niemals essen, weil das kann euch einfach zerficken. Und das ist halt ein Froschneckling. Wie geil das auch aussieht, ne? Mit diesem, ja. Also wie ein Kunstwerk einfach nur. Und die nehmen wir nämlich nachher um unseren Teller. Da gibt es nämlich so kleine Erbsenpüree-Punkte. Ja. Und da möchte ich diese Pilze reinstecken als kleine geile Deko. Wenn wir noch welche haben. Alvaro? Nein, ich ja. Ich habe einen. Victor, okay. Victor, ja? Hör auf. So, jetzt bist du im Fressrausch. Ja. Das war wirklich lecker, muss ich sagen. Guck mal, Moritz, sind das alles die richtigen? Jo, alles Froschneck. Ich habe nur die schönen rausgesucht. Mega schön, genau. So fest müssen sie sein. Die können wir jetzt einfach in den Mund schieben, ja? Die kannst du einfach so essen, ja. Hey Leute. Leben am Limit. Krass. Er macht's wirklich. Aber weißt du, was ich... Sind alle giftig, nein. Was ich krass finde, ist mir gerade beim Sammeln aufgefallen. Du hast ja einen Spruch gesagt. Ja. Wenn du zu schnell da durchrennst, ja, dann siehst du gar nichts. Genau. Aber wenn du kurz stehen bleibst, ja, in dich gehst und Fokus hast, dann siehst du alles auf einmal voll. Alles. So geil, ne? Es ist so, ja, krass, es ist ein bisschen wie Angeln. Ja. So, wo man so, ja, ne, auf Fokus, kompletten Fokus, ja, und zerstreut. Wenn du zu schnell angelst, zu hektisch, fängst du auch nichts. Ich habe nochmal Runde gefunden. Ich habe auch nochmal Runde gefunden. Nein. Doch. Ich habe meine zuerst gefunden. Ich auch. Spaß, ihr habt beide gefunden. Beide haben wir zuerst gefunden. Guck mal, richtig schöner Maronenröhrling. Hier haben wir den nächsten Pilz. Der violette Lacktrichterling. Den wollte ich ja tatsächlich suchen. Hier, richtig krass, geil. Lila Pilz. Essbar. Da ist noch ein kleiner. Bei den meisten lilanen Pilzen gilt essbar. Würde man gar nicht meinen. Denkt man, oh, lila, voll giftig. Aber die wachsen hier mal gerne beim Buchenlaub und Eichenlaub und die sind halt einfach wunderschön. Krass. Das ist quasi so eine Fake-Farbe, so eine Fake-Signalfarbe. Genau. Der ist jetzt schon Tag älter, nehmen wir aber trotzdem nochmal mit. Genau, da lohnt es sich echt immer, scheiß Flugzeug, lohnt sich halt immer, wenn man einen findet, wie immer, dann nochmal genau zu gucken. Deswegen habe ich jetzt die ganzen kleinen hier gefunden. Wächst, wie gesagt, im Buchenwald. Mischwald, gerne bei Eichen und Buchen und steht im Laub. Also hier sind überall Eichenblätter, das heißt, hier sind auch Eichenbäume. Ist es jetzt hier giftig, das hier? Das ist der gelbe Knollenblätterpilz. Der ist richtig doll giftig. Ja, leckerer, essbarer Speisepilz, habe ich euch vorhin schon mal erwähnt, als wir die Rotkappen hatten. Das ist auch ein Raufußröhrling und der hat genau wie die Rotkappe so Flocken am Stiel. Und der wächst in Symbiose mit Birken. Und du siehst, hier sind überall Birken. Guck mal, der Korb ist richtig voll. Sieht gut aus. Oh ja. Den hast du gesehen. Den hat er gesehen, ja. Hier wächst. So sieht das nämlich dann aus, wenn man mehrere davon fängt. Fängt vor allen Dingen, ja, finde. Eine richtig schöne Austernbank, so nennt man das. Und die machen wir jetzt ab und befreien den Baum von seinem Parasiten. Okay, haben wir alles. Wir haben Lacktrichterlinge, wir haben Rotröhrlinge, wir haben einen Austernpilz. Ja. Wir haben Steinpilze. Wir haben eben Steinpilze, Birkenpilz, Maronen, Rotkappen, Lacktrichterlinge, alles. Habicht, Fliegenpilz, den wir natürlich nicht essen. Und Froschschnecklinge. Ist hier. Geil. Ja. Hallo? Hier überall. Echt am Geruch erkannt. Ich bin hier echt lang gelatscht und dachte, warte mal, hier riecht es nach Knoblauch. Hier müssen Knoblauchschwindlinge sein. Und da sind sie auch. Hier sind Knoblauchschwindlinge? Ja, Knoblauchschwindlinge. Guck hier. Hier auch. Auch roh essbar? Nee. Nicht. Alter! Lass mal riechen. Wow. Oh ja! Die ich mit ihm gefunden habe. Also andere Stelle, aber... Also die sind auch nicht essbar, oder was? Doch, das ist ein mega geiler Gewürzpilz. Also da heißt, du kannst nicht, den... Darf man nicht zu viel von nehmen, weil man dann wieder Dünnschiss kriegt, aber so 2-3 Kappen ins Gericht rein, mega geil. Und es schmeckt dann auch nach Knoblauch, richtig? Ja, ja. Und das ist in der französischen Haute Cuisine, in der Fine Dining Küche,
ist das halt mega das teure Gewürzmittel. Das ist schon geil, ne? Wenn man dann so vorbeigeht. So. Alfonsi! Alfix! Du bist echt ein Süßer. Ja. Komm, die Froschschnecklinge, Alter. Die Kürbis und Grill. Kartoffel ist die Frage. Hey, Leute, hier sind übrigens die Barsche, die wir gestern gefahren haben. Zieht euch mal an. Auf dem Boot, wenn die dann so normal, oder wenn die dann so liegen hier, ne? Das finde ich mal so schön, spannend. Ne? 80, wie krass. Gerade nimmt man dann das hässliche Papier hier weg. Wie viel Leer. Oh, komm noch, ey. Gerade wirklich, ey, voll am Qualm. Qualmi, Alter. Das ist tatsächlich. Ist das die gleiche wie bei Alex? Das ist tatsächlich der Rest davon, den hatte ich eingefroren. Ja. Scheiß, ja. Weil da hat er, da war ich so, so Bock, die zu probieren. Du hast jetzt genau die gleiche Soße wie Alex. Voll gut. Ja, man hat es so gekostet und meinte, wow. Ja, das ist echt. Ich kann jetzt beweisen, ob es die Wahrheit ist oder ob er sozusagen nur einen Schauspieler hat. Nee, der. Boah. Schon geil, ne? Aber ich kann die Geschmäcker nicht raustesten. Nee, raustesten. Das ist einfach nur noch. Wie gesagt, da sind Steinpilze drin, Habichtspilze, ganz viel Pfeffer, Portwein, Rotwein, Brühe, Speckschwarte, also geräucherter Speck. Wir machen hier Zitronensaft für das Ceviche, Leute. Genau. Ceviche kommt aus dem Spanischen. Getrocknete Steinpilze, vorher gedörrt. Nimmt man einfach ein paar, einfach so, packt die halt in den Häcksler. So. Und dann häckselt man die Kräuter. Und dann hast du noch. Oh geil, so ein Gerät will ich auch das haben. Ist so geil, du kannst auch alles reinschmeißen in Gemüse. Dann kommt da gerösteter Mais, den wir auf dem Grill gleich kurz vorrösten. Der ist jetzt schon vorgekocht. Ist halt einfach nur so ein vorgekochter Mais aus dem Supermarkt. Ein bisschen Rest auf dem Grill. Also hier ist jetzt einfach der Barsch von gestern. Kommt jetzt Zitronensaft drüber. Einfach nur Zitronen ausgepresst. Und das Ding ist, der Zitronensaft, der spaltet das Eiweiß auf und dadurch gart der Barsch, ohne dass der gegart wird, also ohne dass der gekocht wird. Guck mal, aber es sieht trotzdem auch zerhäckselt einfach geil aus, diese Farben und dieses wow, einfach wow. Ja, Mann. Richtig geil, dass man das nicht alles roh essen darf. Ja, ne? Ja, ist richtig geil. Sag mal, du machst das richtig, ist quasi dein Beruf jetzt, Pilze. Ja, mal gucken. Also ich meine, ich habe ja dieses Startup mit Pilzgetränken und Pilzfluenzen mache ich jetzt nebenbei. Jetzt kommt demnächst noch mein YouTube. Da bin ich gerade am Machen, aber ist noch nicht draußen. Muss ich jetzt dringend mal Sachen schneiden. Du hast was gedreht, ne? Ja. Hast du dich mit Warten gedreht? Genau, mit Materia war ich in den Bergen. Hab da geil gedreht, Pilze sammeln und am Feuer kochen, das war auch richtig gut. Also du hast quasi Pilzgetränke, Pilzpulver, Klamotten. Ja. Und dann hast du was du mir trinken wolltest. Pilztees, ne? Tee, ja, genau. Richtig. Die Starterbox, da ist alles drin. Heritium, Cordyceps, Reishi, Chaga. Kaffee, wow. Tee, Kakao, alles. Das ist quasi trinkst du jeden Tag ein so ein Sachet von, wirst nie mehr krank, bist mega powerful. Wirklich? Ohne Witz. Also man darf es halt nicht, habe ich nicht gesagt, ist ein Heilversprechen, darf man nicht in Deutschland, aber ist einfach so. Ich werde seit Jahren nicht mehr krank, weil ich den Kram trinke, ist einfach Magic, sehr gerne. Wenn ihr es kaufen wollt, könnt ihr es auf seiner Webseite mit dem Code IGA, nein, oder? Ja, doch. Ja? Ey, ohne Scheiß. Wie viel Prozent? 10%. Für mich? Ja. Also und wie viel für die anderen? Oder muss das mehr sein? 10% Code, das raufhauen wir von mir. Super. Kannst du selber einrichten auf deine Dings? Ah. Okay. Guck mal vorbei, vielleicht ja. Und geht mal IGA ein, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Guten Appetit, wir haben uns alle lieb. Kann jeder essen, was er kann, auch nicht sein und nur nicht sein Nebenmann. Und wir nehmen es ganz genau nicht sein Nebenfrau, hat er sie dann doch gegessen, 10% nicht vergessen. Guten Appetit. Man merkt, dass ich eine Tochter habe. Oh. Geil. Mm. Achso, du. Muss ich das auch machen? Nö, aber mach ich auch. Voll unhöflich von dir, Alter. Nee, ich hab's noch gekocht, du hast uns das jetzt hingestellt, dann fehlt noch Salz, hast du gesagt. Mach's auch, tut's auch. Geil. Oh, wie schön das aussieht. Und starte. Und dann noch mit geröstetem Mais. Junge. Einfach wundervoll. Schmeckt das wirklich so gut? Ja. Beschreib mir. Schmeckt zum Kotzen. Es schmeckt so Barsch,
Zitrone, Zwiebeln ist ja schon geil. Mhm. Dann hast du aber noch hier das geröstet. Nein. Also der grüne hier, der Stangensellerie, der macht auch mal so einen Crunch-Faktor und bringt irgendwie so eine Ehrlichkeit mit. Und Spaß. Und ein anderes Geschmackserlebnis. Oder? So, du hast verschiedene Geschmäcker, die du so mit reinnimmst und einfach so, boah. Liebe. Schmeckt es wie die Liebe? Es schmeckt wie die Liebe. Schmeckt wie ein Ceviche, finde ich. Purer Liebe. Es war wirklich geil, muss ich wirklich sagen. Es war eins der krassesten. Nee, es war das krasseste Ceviche, was ich jemals gegessen habe. Oh, danke. Das sage ich nicht mehr einfach so für der Kamera. Es tut mir auch leid für alle anderen, mit denen ich schon zusammen war. Oh Gott, stimmt. Aber na, Huberto ist halt auch ein Koch, ganz ehrlich, der so gerne so Sachen macht. Ja. Aber das ist, war jetzt nochmal so von der Liebe und vom Detail und von den Ingredients, oder wie man sagt, von den Zutaten, war das einfach so ein... Huberto... Wie heißt der Hubertus? Hubertus. Der von Fishing King? Ja. Ach echt? Grüße gehen raus. Hier, Angelschein machen. Habe ich. Hat er gemacht. Habe ich wirklich Idee, mit Fishing King. Ja, ohne Scheiß. Richtig gut. Und ja, nur Liebe, Hubertus. Ich liebe deinen Scheiß auch und das ist hoffentlich kein Diss hier an dich. Kannst ja auch mal Ceviche hier essen. Ist so. Moi sans chagrin, le passé il est vieux. Sans moi. Alter, guck dir das an. Boah, guck mal ein bisschen hier rein. Wow, oh, ich koste mal, wa? Nicht bei mir. Gott, ey, jetzt schmeckt alles voll beschissen. Vor allem, man kann ja gar nicht sagen, es schmeckt gut, weil es so tausend Sachen drauf. Die du erstmal testen musst, bevor du sagst, das schmeckt gut, das schmeckt gut, das schmeckt gut, das schmeckt auch gut. Mic drop. Also Eigenlob stinkt echt. Das ist echt ein großes Manko. Als Koch, ich verlasse mich da immer auf meine Intuition. Ich habe das alles nicht abgeschmeckt. Das ist Wahnsinn. Mein Arme mit das Erbsenpühen. Musst du mal hier vom Rand. Das sind einfach nur TK-Erbsen mit Weißwein und Brühe aufgekocht und wirklich gestrichen. Okay, was würdest du sagen? 1 bis 10? Die Skala, also mindestens eine 6. Ohne Spaß, dafür gibt es keine Skala. Das ist einfach sozusagen der absolute PB. Oder? Danke. Ja. Oh, herrlich. Geil. Ohne Spaß. Mhm. Ich finde es auch. Ich würde dir auch wirklich sagen, wenn es scheiße schmeckt. Wenn Huberto was kommt, was scheiße schmeckt, sage ich ihm auch, dass es scheiße schmeckt. Nee, auch ehrlich, muss man auch. Mhm. Aber auch der Barsch. Barsch ist so ein unterschätzter Fisch. Das ist einfach so ein geiler, leckerer Fisch. Also ab 35 cm halt. Wow, alles on top. Ja, Apunto. Auch der Kürbis. Oder? Ohne, also weißt du, wie du schon sagst, dass der auch bissfest ist. Genau, der darf ja nicht so der Typ sein. Der muss schon noch ein bisschen knacken. Okay, Pilze wollte ich kosten. Schmecken die eigentlich unterschiedlich, die Pilze? Ja, aber das schmeckt mir jetzt nicht mehr. Das ist einfach ein Pilzmix. Aber wie geil, dass der Kürbis so ein bisschen Feuergeschmack hat, oder? Mhm. Auch kurz gebrannt. Wow. Das ist einfach nur wow. Das ist einfach nur wow. Was machst du denn? Ich zieh mir die Badehose an. Ah, okay. Ich jetzt baden nochmal. Weil jetzt jeden Tag baden, mitten im November, Oktober. Ich habe sogar Leute inspiriert. Colin, meine Nachbarn, alle. So, guck weg. Okay, jetzt komm. Also Leute, alle können gewinnen heute. Wir verlosen 10 Packungen von dem krassesten Vital-Tee unter den ersten 200 Kommentaren. Eine Pimmel-OP. Nein. Nein. Also, Abfahrt, rein da. Okay. Es gab November, die letzten Jahre, da war es schon Schnee hier. Ja. Er ist krass. Krasser Typ. Okay. Hallo, Petri. Einmal runter. Das ist mit Baden, ey. Vergiss es einfach. Und wie war das? Er ist gut. Energy Level 1000. Hat der Victor auch vorher gesagt. Guck mal, sein Fick. Kommt von ordentlich Pizza gefressen, Alter. Da kann ich doch gerne mal rein. Geil! Das ist wirklich sehr kalt, Leute. Okay, Leute, also auf jeden Fall Instagram. Wie heißt der Instagram? Ich. Into the Woods _Mushrooms. Richtig kompliziert, der längste Name, den es gab.
Ah, herrlich, ja. Abonniert den Scheiß. Okay, also in dem Sinne, es war einfach eins der krassesten Videos überhaupt. War richtig gut. Barsche gefangen, aufgefressen, Pilze gefangen, aufgefressen. Alles. Das 5-Sterne-Menü. Ja. Und. Und fast eine Hexe getroffen. Alter! Ich auch! Leben am Limit, Alter. Das war so schlimm, dass wir alles durchgemacht haben heute. Wir werden gut schlafen wegen dem Eisbahn. Aber eigentlich werden wir schlecht schlafen wegen den ganzen schlimmen Sachen, die wir gesehen haben. Richtig okay. Haunted, ey. Also, Leute. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Komm doch mal rein, komm. Ah! So geil, Alter. Oh, heftig. Ja, geil. Oh, mega. Ja. Okay, also, macht's gut. Tschüss.